Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Wir gehen jetzt zum Türsteher und wollen rein. Ihre Einladung bitte. Ich werde mir von der Warte. Na bitte. Die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter Gentleman, während wir hineingehen und uns über immer hier entlang, Sir. Ich bin schließlich kein Gentleman, deswegen könnt ihr es auch hier machen. Hä? Wo? Sie muss verzweifelt sein. Wann haben die auf der Seite, okay? Vielleicht hofft sie das Spiel zu gewinnen. Mr. Bunting. Wir hatten gerade jemanden, der sich für Sie ausgegeben hat. Willkommen. Das war wahrscheinlich der echte. Die waren früher mal lustig, aber heute. Worum geht's heute Abend? Wir spielen wohl Wer ist wer? Ihre Haare und Ihr Make-up sind wie denn? Alles klar, hallo. Die Feier ist diesmal drin. Hm, okay. Mhm. Ja, nice. Wo ist deine? Gut, Feier der Boyles. Hallo, die Boyles wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Danke. Alles klar, sehr gut. Ich wette, das Ganze hätte man jetzt auch ohne Einladung durch Reinsnicken irgendwie geschafft. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Du bist doch hinten, siehst du? Wir wollen uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen. In der Tat, das glaube ich. Na, sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Haben Sie von Mrs. Brimsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen. Gerade einmal 16 Jahre alt. Keine Ahnung, die damit auch. Ich dachte, sie würden sich nur für ihre Arbeit. Glaubt ihr, wir merken das an sich nicht? Ich glaube, sie hat schon lange. Walilschrank. Okay. Die Mutter von Omove, schaut ja mehr an, wer das ist. Willkommen im Haus. Lady Boyle. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Sie da, aufhören. Ja, ja. Ich hoffe, das macht nicht irgendwann was. Das glaube ich schon. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Was? Wer ist das? Lord Brisby. Wobei, wenn er sagt, dass er weiß, was vor sich geht, glaube ich, sollte mich das beunruhigen, oder? Hm. Jetzt einmal nicht. Gut. Reden mit ihm. Mhm. Lass mich durch. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als sie tot zu sehen. Ihr Name ist Waverly. Ich werde ihr nichts antun. Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Waverly. Aber jetzt musst du entscheiden, ob du es umbringst. Moment, ich brauche einen. Ja, stimmt, das müsste eigentlich bei Ziele sein. Okay. Finde heraus, welches. Das ist einmal das Erste. Finde heraus oder nicht bewusstlos und bring das Leben in den Keller. Gut, das. Ich werde wahrscheinlich eher das bewusstlos Ziel machen. Wer übrigens etwas über den hungrigen Kosmos erfahren will. Beeindruckende Maske. Wenn Sie verlieren, Sie auf der Gästeliste zu. Lassen Sie Ihre Familie verhungern. Gut. Bitte, bitte. Namen, Sir. Ja. Moment, das ist auch eine von denen, oder? Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Natürlich, aber bist du die Richtige? Ich werde mal zu... Gruselige Maske. Danke. Ich werde mal zu diesem Lord Shaw gehen. Ah, das ist die letzte, oder? Was für eine sündig schöne Maske. Einmal weiß, einmal schwarz, einmal rot. Was die meisten Leute vergessen... Die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin.
wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie sie nur glauben machen. Du nicht so viel stellen, lass dich erwischen. Wo ist das dann? Ja, aber ich möchte ja auch irgendwas davon haben. Ich glaube, solange... Na, solange es dir nicht erwischen geht, wahrscheinlich. Im Garten, okay. In den Garten, das wird wahrscheinlich das sein, was für dein Bild sein. Lord, ah, das ist der Typ mit der Wolfsmaske. Sekunde, das Wagen, das speichere ich lieber. Ja. Das ist eine Notiz von... Ja, gut, das ist eine Notiz von Pendleton. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Müssen wir den eliminieren, oder was? Na. Folge Lord Shaw, okay. Müssen dem folgen. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Das Duell? Moment, ich speichere lieber. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton. Sekunde, was nehmen wir für eine Waffe? Na, die Pistolen, hallo? Das ist ein Duell. Du hast eine Waffe. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Macht schon. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Du musst die Healing oder irgendwas machen. Halt. Bleiben Sie da stehen. Drei. Zwei. Eins. Und tschüss. Haha. Sekunde, was Missionshinweis? Das Pistolenduell war erfolgreich. Okay. Kehre zum. Okay, alles klar. Und das ist noch ein toter Gast. Ich glaube, du musst die Ding. Töten. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Ich werde vielleicht, Sekunde, je nachdem, wann ist der Speicherstand? Ich hoffe, der ist. Was tust du? Vor dem Duell. Na. Wir werden heute Zeuge eines Ehren. Ja. Ich werde mit Bestäubungsbolzen machen. Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Alter, werden sich red nicht. Zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Macht schon. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihung, mein Lord. Wir fahren fort. Alles klar. Alles klar. Halt. Bleiben Sie da stehen. Drei. Zwei. Eins. Und tschüss. Danke. Und das ist noch ein toter Gast. Was, der ist doch nicht tot. Jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas. Gut. Ja. Wir haben den jetzt umgehauen. Ja, aber... Ich hoffe, da darf man rein. Kein Zutritt für Gäste. Okay. Das Blöde ist... Du musst wissen, wie es heißt. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Willkommen im Haus Boyle. Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Okay. Sie? Ein Gentleman?
Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört... Gesundheit. Sie da. Aufhören. Globus benutzen. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo eine... Im Keller ist eine Rune, aber also das werden wir hoffentlich, wenn wir die Type darunter tragen, noch finden. Wer von euch ist jetzt wer? Sie schon wieder. Ja, ich schon wieder. Du musst die Gäste fragen. Sie sind ja, standen ganz groß. Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen irgendwo hin. Die Brimsleys haben im letzten Jahrhundert sehr viel verdient. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen. Eine Zeit lang. Hallo, ich heiße Ella. Mögen Sie die Feier genießen? Ja, ja, von mir aus ist mir wurscht. Ihre Maske beeindruckt mich noch immer. Okay. Wer von euch ist jetzt wer? Lydia, Waverly, Esma, Weiß, Schwarz, Rot. Im Obergeschoss muss es einen Hinweis geben, wer wer ist. Sehr gut. Diese Information brauchte ich und keine andere. Bitte gehen Sie weiter. Frage ist, wie kommen wir ins Obergeschoss, ohne aufzufallen? Vielleicht über außen. Oh, das stimmt. Und wo ist außen? Ist da außen? Hm. Nein. Hier ist außen, oder? Gut, vielleicht über den Garten. Hm. Oh. Deswegen, Digga. Ja, aber ich hoffe, die verpisst sich. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. So. Ich geh da hinten. Nicht da her, da ins Eck. Da? Ja, sicher. Ich meine, du legst dem so, dass er mich gleich da sieht. Zum ersten Stock gehen, verboten, alles klar. Der Hans da ist. Irgendwo muss den Hinweis geben. Ja. Oh, Schalter benutzen. Das mache ich erst, wenn ich weiß, wofür der gut sein wird. Oh, was ist da? Fußkriecherperle. Irgendwo muss ein Hinweis geben. Na. Ah, hier. Das Tagebuch. Okay, ne. Da ist nichts. Oh ja. Nee. Es steht da kein Farb? Nein, hier steht nichts von Farben. Esma. Ja. Der Hans da ist. So, du legst dich jetzt erstmal hier aufs Bett. Dir zu. Auch mein Auffüllen, sehr gut. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo. Ne, steht es da unten. Für was hast du deine Fähigkeit? Verstehe dich nicht. Bin ich mich weg und aus. Nein, nein, du weil da schaut einer nämlich her, ich müsste die theoretisch. Jetzt schau mal, ob es. Und ein Krug Bier. Warum fragst du sie nicht? Und frag sie auch noch nach Whisky. Vergiss es, sie wird ihre Stelle nicht für uns riskieren, nicht in diesen Zeiten. Mir gefällt das nicht.
Sie haben hier oben 4 Wachen postiert. Das ist kein normaler Einsatz. Nun, wir 3 und Tom. Sagte ich doch. 4 von uns bewachen einen leeren Gang. Was hältst du davon? Entspann dich, wir sind nur für den Fall der Fälle hier. Für welchen Fall? Dass Lady Boyle einen Gast unter die Lupe nehmen will? Nein, da ist etwas im Busch. Das merkt man schon auf der Feier. Jeder ist nervös. Irgendwas kommt auf uns zu. Ich wünschte, es wäre Marcy. Halt nur die Augen auf. Oh, einer sondert sich ab. Das macht mich wahnsinnig. Du weißt nicht, wo das ist, das Zeug. Die Sache ist... Wenn der jetzt in das Zimmer reingeht, in das andere, tut er denn... Sekunde, wo ist Zeit verlangsamen? 3. Ne. Und gleich in den Kamin reinlegen. Leg ihn gleich in den Kamin. Gut, es hat keiner was mitgekriegt. Das ist gut. Der Kontator. Kommt der nächste? Das war ja zu leicht. Ja, wäre es, ist es. Aber Moment. Du musst aber zuerst schauen, wo der andere jetzt ist. Nicht, dass du ins Zimmer einfach zugehst. Und das sehe ich dir. Ja, hier und weg mit dem. Mhm. Na, schneller. Warum ja, jetzt ist er alleine. Ich verstehe dich nicht, du lässt dir so Zeit, das ist total unnötig. So, jetzt haben wir freie Hand. Waverlys Schlafzimmer, okay. Die Symmetrieachse des Meisterspions, okay. Die Sokolov-Gemälde geben einen Hinweis, okay. Notiz für Waverly, ich habe 3 Kleider. Okay. Waverly ist also die Rote. Rotes Kleid, ja. Nein. Ich wollte das machen. Ja, Waverly ist definitiv die Rote. Und ein Schlafzimmerschlüssel. Sonst hier noch was? Ja. Generalschlüssel des Dunwall Towers. Alles klar. Ich frage mich, wofür das hier ist, aber ich lasse es einfach mal. Du musst einen Weg nach oben finden. Nach unten? Na, oben ist auch irgendwas. Da war ein Hinweis, das Schlafzimmer gehen. Hast du den Hinweis nicht gelesen? Das ist mir jetzt peinlich. Okay. Nee, steht nichts von. Wo soll denn oben? Achso, da oben meinst du? Vielleicht da? Ah, so ein kleiner Dachboden, das ist lieb. Na, da war ganz schön viel Mana drin. Aber was? Pierros Mana Elixier. Da ist nix. Ja gut, und sonst ist hier gar nichts. Ja, aber immerhin. Wo gehst du hin? In das andere Schlafzimmer. Die Frage ist, da wo... Da liegt auch noch was. Wo? Also die Pistole in die Box. Du musst wieder von außen gehen. Da
warst noch nicht da drin, gell? Nein, hier war ich noch nicht. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Hier zum Beispiel. Oh, das gefällt mir. Hier gibt's gut Money abzucashen. Oh, hier ist auch noch was. Lady Boyles Tagebuch von Lydia. Hier sind auch noch ein paar Münzen. So. Oh, hier ist eine Zigarrenkiste. Gut. Gut. Wie sagt man so schön, adelig oder nicht, die Scheiße stinkt überall oder so. Aber stimmt, ich werde nochmal über außen gehen. Du musst über außen gehen, es geht gar nicht anders. Ja, sonst schöpfen die nämlich alle Verdacht. Ja, wo ist außen? Ah, da. Auf dem Balkon zum Garten. Gut. Dann würde ich aber auch sagen, endet dieser Part von Let's Play Dishonored an dieser Stelle und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dishonored.